In diesem Jahr stehen ja noch Nationalratswahlen an. Welche Koalition würden Sie danach der Wahl bevorzugen? ÖVP und SPÖ. Und was ist der Grund dafür? Ja, ich glaube, die würden das meiste für Österreich machen. Ich gehe für die klassische, glaube ich, aus. Das heißt Rot-Schwarz. Und was wäre der Grund dafür, weil es die jetzt nicht richtig machen, oder was ist der Grund? Mir fehlt der Plan für eine andere Möglichkeit. Schwarz-Blau ist mir zu hart und die andere Seite, sieht man in Deutschland, ist nicht so super. Also es wird wahrscheinlich irgendwo, also für mich wäre die Variante die gescheitere. Welche Koalition würden Sie bei der nach der Nationalratswahl? Absolute Mehrheit für die ÖVP. Absolute Mehrheit, Alleinregierung. Und warum? Weil Sie jetzt glauben, die machen alles gerade sehr gut, oder was ist da der Grund dafür? Ich glaube schon, dass die Mitte der ÖVP das Bessere ist für Österreich. Ich wüsste niemanden, den ich bevorzugen könnte. Also ich kann Ihnen sagen, wen ich ablehne, alle Parteien, die ich ablehne, und was die anderen miteinander ausschnapsen, weiß ich nicht. Das ist ja auch alles nur leeres Gerede. Auf alle Fälle will ich keine Blauen, ich möchte auch keine Grünen, weil die sind irgendwie in den Wolken zu Hause. Die Blauen, die sind da ganz unten zu Hause, im tiefen Abgrund, und der Rest, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich meine, man kann sich heute niemandem was glauben, alle reden viel, keiner tut was. Und das, was sie tun, das ist meistens zum Weinen. Aber im Grunde geht es uns eh ganz gut. Also schauen wir mal, was weiter ist. Ich gehe übrigens nicht wählen. Die Leute sind, wie sie sind, und ich, wie ich bin. Ich bin nicht böse auf die, aber sie interessieren mich nicht. Das heißt, Sie gehen auch nicht wählen? Nein, aus Prinzip nicht. Das ist der einzige Tag, wo ich mich ganz bewusst gut ausschlafe. Da drehe ich mich noch einmal um. Und ich bin glücklich mit mir. Aber sie stören mich nicht. Ja, hat mit mir nichts zu tun. Ja, hallo liebe Seher von KryptoTV, hallo armseliges Österreich. Was ihr hier gerade gesehen habt, ist eine Belangsendung von OE24 zum präferierten Koalitionsergebnis der Österreicher gewesen. Die Kommentare sind, weil das Ganze wahrscheinlich ein bisschen geframed ist, aber das ist natürlich nur meine persönliche bildungsferne, rechtsextreme etc. blablabla Meinung, deaktiviert. Nichtsdestotrotz, es zeigt, dass das Demokratieverständnis oder auch das Parteienverständnis der Österreicher ein bisschen fragwürdig ist, nach wie vor. Wir befinden uns trotzdem mitten im Superwahljahr. Da steht unter anderem die Arbeiterkammerwahl an und deswegen steht der Roman einmal mehr an der Kamera und ich jetzt hier vor der AK. Ich werde nämlich jetzt hier, damit man es in einem Video verarbeitet, nicht per Briefwahl oder sonstigen, sondern höchstpersönlich meine Stimme abgeben. Und ja, während ich also hier reingehe und das tue, hat euch der Roman vielleicht ein paar Worte zum Thema Wahl oder AK-Wahl zu sagen. Und ich gehe jetzt einfach mal ein Kreuzchen auf einen Zettel machen, der dann in eine Urne kommt. Und der Roman hält fest, wenn ich wieder da bin. Und ja, in dem Sinne hätte ich gesagt, bis gleich einmal, außer da drinnen geht's unglaublich zu und ich muss stundenlang warten, was ich nicht hoffe, weil das Wahllokal schließt um 16 Uhr und es ist jetzt kurz vor 15 Uhr, weil irgendwann sollte ich ja auch mal schlafen. So, damit genug selbstverliebt geplappert und mal das Wort an den Roman gegeben. Der gönnt sich vielleicht ein paar Worte und eine Entspannungszigarette, weil er mit mir durch die Gegend tuckern muss mit schlechter Laune. Egal. Grüß euch, willkommen bei KryptoTV. Ja, ich meine, wählen hat schon oft manchmal vielleicht einen Sinn für manche Menschen. Ich bin mehr als desillusioniert, noch irgendwo, irgendwann, für irgendwas eine Stimme abzugeben. Mir ist zwar bewusst, dass bei manchen Wahlen die Stimmen von den Nichtwählern dann auf die Parteien und so weiter und so fort, da geht's aber um die Arbeiterkammer, ist mir auch klar, nicht um eine Parteiwahl an sich. Aber
Man sagt ja oft, ich will lieber das kleinere Übel, bevor das große Übel gewählt wird. Das macht wahrscheinlich jetzt der Elvis. Aber Übel ist Übel und deswegen wird es nicht besser. Die letzte Wahl, was ich gemacht habe, ist zwar nicht lang her, das waren damals die Gelben. Das habe ich gemacht, weil es aus einer Bürgerbewegung entstanden war und sich auch für mich eingesetzt hat. Aber das hat man dann auch wieder gezeigt an Wahlergebnis selbst, warum ich damals schon davor auch nicht mehr gewählt habe. Ungefähr die letzten 5 oder 7 Jahre davor, vor der Pandemiezeit. Denn, tja, ich mag das Parteiengehabe nicht mehr. Es gehört in Österreich ein Paradigmawechsel her. Wir müssen weg von diesen, sagen wir mal, es werden jetzt 4, 5 Parteien gewählt, ja. Und wenn man das summiert jetzt an allen Stimmen österreichsweit, gewinnt immer nur eine gewisse Minderheit mit der Mehrheit der Stimmen. Und die meisten anderen von den 4, wenn man jetzt 5 Parteien rechnet, die 4 Parteien, die verloren haben, sind prozentual ja viel mehr Menschen in Österreich. Und die haben das Nachsehen. Weil auch wenn manche Parteien oft meinen, sie möchten was für die Umwelt tun, dann tun sie sich aber nicht mit den anderen Parteien zusammen, weil sie immer Eigendünken haben. Ich habe es einmal in einem sehr, sehr alten Video von mir, das habe ich vor 4, 5 Jahren gemacht, das heißt Reformen für die Welt, da stelle ich mein Utopia vor, wie ich mir ein politisches System vorstelle, ein Wirtschaftssystem, ein soziales System. Und das ist, ich habe es Utopia genannt, weil mir einer unter den Kommentaren geschrieben hat, das ist ja utopisch, was ich mir da vorstelle, das ist ja nicht umsetzbar. Das ist mir auch bewusst in dem Video für die Reformen für die Welt, wie ich es benannt habe. Aber so wie es jetzt weitergeht, geht's nicht. Wie gesagt, ein Paradigmawechsel muss her. Und mit weniger gebe ich mir nimmer zufrieden. Und mir ist doch bewusst, dass das eben nie was werden wird mit den Vorstellungen, was ich da habe in dem Video. Aber dennoch, ich habe satt, das beste Beispiel ist die Swazek. Wenn wer dann auf Mandate, wenn dann einer so hochkommt, dass er dann Mandate bekommt in der Regierung, ja, dann sind die ganzen Ideale, was sie damals festgesetzt haben, ja, gut auf Deutsch gesagt, für den Arsch. Und die Swazek hat es jetzt ungefähr 3 oder 4 Mal bewiesen, dass sie 3, 4 Versprechen gebrochen hat. Oder waren es Versprecher von ihr? Naja, der Kickler gesagt, sie kann nicht viel machen, solange der Haslauer oben ist, es ist noch Luft nach oben. Nein, mit solchen billigen Ausreden speise ich mich nicht mehr ab. Schaut euch einmal die Dokumentation an, im Band der Wirtschaftsmafia oder auch die Economic Hitmans nennt man das Video oft. Da sieht man, selbst wenn man wirklich Ideale hat und es gut manchen zu Mandaten kommt, man die Fahne im Wind drehen muss, weil dann so gewisse Geheimagenten kommen, die was dann noch und sagen, da ist ein Koffer links, ein Koffer rechts, da ist das Geld drinnen und da ist ein Revolver drin. Was möchtest du haben? Eine Kugel im Kopf oder möchtest du das Geld haben, mit dem wir die haben? Damit habe ich es, glaube ich, ganz gut erklärt, warum ich nicht mehr wählen gehe. Okay, der Elvis hat schon gewählt, schaut sich das an. Ja, das ging ja schnell. Es ging sehr flott, sehr freundliche Damen, ein Kuvert, das nicht zum Zukleben ist, zwecks der Einfachheit halber. Ich habe meine Stimme da jetzt abgegeben, habe für uns beide, weil ohne Wahlgutzis auf Kosten der Arbeitnehmer geht es natürlich nicht, ein lustiges Brausetablettchen, also eins für dich und eins für mich. Man bedankt sich damit für unsere Stimmen. Und ich habe festgehalten, man hat auch vor der Tür groß, deine Stimme zählt und dergleichen. Man versucht also da ganz, ganz vehement den Wahlösterreicher, sprich den Wahldemokraten, wieder zum Wählen zu animieren. Aktuell gibt es sogar ein Volksbegehren, in dem gefordert wird, dass der Verfassungsgesetzgeber
dafür Sorge tragen solle, dass bei der Bundespräsidentenwahl, wo es ein bisschen hinfällig ist, weil da haben wir so schnell keine mehr, und auch bei der Nationalratswahl quasi zu wählen hat, wie das vonstatten gehen soll, dass der Wähler genötigt wird zu wählen, ist in dem Volksbegehren nicht weiter erklärt. Dem Thema Volksbegehren werden sich der Roman und ich in Kürze mal wieder zuwenden. Ihr wisst ja, Demokratie ist mehr als irgendwo ein Kreuzerl machen. Beziehungsweise nein, ihr wisst es nicht, aber ich erwähne es jetzt hier der Form wegen nochmal. Sei es wie es sei, na, ich sehe, wir sind hier unglaublich schön vor verklebten Laternenmasten. Und nachdem ja die letzten Sticker schon wieder erfolgreich entfernt wurden, großteils, ganz liebe Grüße da an unsere Seherschaft mit den flinken Fingern, hätte gesagt, machen wir da einfach, weil ja viele Leute in diesen harten Zeiten zur Arbeiterkammer kommen, wie ich doch vermute, wieder ein bisschen eine Aktion. Naja, guter Rostschutz, wenn man da so was drüber klebt, nur die Leute kratzen sich ja wieder runter, das ist das Problem. Auf einem Bein steht man schlecht, ne? Naja, vor allem wenn unsere Fußballfreunde da so unglaublich aktiv sind, um aufzuzeigen, worum es dem Österreicher ja eigentlich wirklich geht. Habe ich mir gedacht, kann man ja vielleicht auch was existenziell Bedeutenderes machen, aber das ist natürlich auch wiederum nur meine Meinung, weil es ist wahrscheinlich natürlich so, dass Fußball bzw. Kebab, Alter, viel wichtiger ist als die Souveränität des einzelnen Bürgers bzw. des Nationalstaats der WHO gegenüber aufrechtzuerhalten. Aber wie gesagt, das ist natürlich auch wiederum nur meine Meinung und wir wissen ja, die ist falsch, weil ich ja also nicht ein rechtsextremer, bildungsferner, wissenschaftsfeindlicher, esoterik, Nazi etc. bin. Und deswegen hätte ich gesagt, fallen wir das gar nicht weiter aus und sind jetzt einfach wieder dahin. Das war mein kurzer und Romans kurzer Beitrag zur ersten Wahl, die die Salzburger in diesem Jahr haben. Zur Erklärung, weil wir es fürs Archiv, für die Historiker noch nicht gesagt haben, heute haben wir den 8. Februar, damit läuft die Wahlfrist aus. Das heißt, wenn ihr dieses Video seht, braucht ihr euch nicht mehr von der Couch hochwuchten, da habt ihr es dann eventuell schon verpennt, wie so vieles andere. Aber wenn wir gerade bei verpennt sind, kürzlich war der 5. Februar, da ist lediglich bei RTV Regionalfernsehen ein Beitrag gemacht worden, den wir euch hier nochmal verlinken, einfach nur zwecks dem guten alten Motto, niemals vergessen. Ihr wisst ja, es gehen im Moment, wie soll man das sagen, nützliche Idioten auf die Straße, um gegen rechts zu demonstrieren. Und da ist ja dann, niemals ist jetzt ein Slogan, nein, niemals war vom Jahr 2020 weg. Und nachdem das ein bisschen verpennt worden ist, hier nochmal einen guten Morgen Österreich. Und ich bin damit jetzt raus und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn es im, wie soll man sagen, armseligen Österreich oder bei OE24 oder sonst irgendwo wieder was Spannendes gibt. Ich persönlich vermute mal, dass das schon sehr bald sein wird. In diesem Sinne hätte ich gesagt, gehört euch Baba.